Warte. Boah. Jeder vergiftet, Moment. Oh, egal, jetzt kann ich kurz noch Heiltränke kaufen und dann. Soll ich so lange hier bleiben? Ah ja, bleib da. Gut. Muss ja nur kurz. Wenn der Wurm mich lässt, heißt es. Ja, fuck off, Bitch! Hasse diese Viecher, ey. Immer diese Enchiladas. So, Granaten habe ich gen. Oh ne, jetzt regnet's. So. Das Magie-Item ist nicht einmal so schlecht. Ich bin froh, dass es wenigstens überhaupt mal ein eins ist. Ich muss meinen Sound jetzt leiser machen. Nach etwa 4 Stunden oder was? Wie bitte? Nach etwa 4 Stunden oder wie lange wir schon hier sind, ey? Ja, es regnet gerade und ist so laut. Wie bitte? Wo ist es denn? Hier. So, jetzt. Das tut so Dornenbeschwörung an, sozusagen. Hm? Ich hab keine. Ah, ich hab keine Fackeln mehr, verdammt. Ich hab schon auch welche. Fest. Die könntest du dann hier oben mal platzieren, weil wenn man hier sich hochschwingen möchte, dann sieht man. Ha! Sieht man die. Aber meint, ich hab keine mehr. Wo man lang muss. Ah, Glowsticks hab ich halt noch. Ah, ich könnte mir nur blaue Torches machen und so. Ah doch, ich kann mir welche machen. Ja, ich hab noch welche. Gut. Also rausschwingen klappt schon mal mit der Hook. Ja. Spätestens wenn wir einen Trinker haben, habe ich auch eine Hook. Weil die kann man da einfach kaufen. Dammit. Eater of Souls für ein bisschen mehr Kohle. So, dann kriegst du mal hier deine Waffe. Yay! Walthorn. Moment, benutze ich gleich mal. Damit ich schon mal weiß, wie ich es benutzen kann. Zack. Okay. Geht's glaube ich sogar durch Wände. Ja. Warte, hier habe ich noch 2 Mana-Crystals. Boah, muss es da jetzt schneien, ey? Hm? Muss es da jetzt schneien, das nervt. Oh. Und schneit's nicht. 2 Mana-Crystals. Range könnte ein bisschen höher sein, aber ich beschwere mich nicht. Ist wenigstens das allererste Mana, also Magic Item hier. So, wir können starten. Warte. Ich esse noch schnell meine Mana Crystals. Oh ja, das drückt schon gut Schaden. Okay, Moment, bin unterwegs. Brauchst du noch was zum Heilen? Wenn du noch was hast. Ja, ja. Ich hoffe, das kann man nicht nur in der. Ich glaube, den kann man immer spawnen, ja. Ich glaube. Okay, 7 Potions ist okay. Alright, dann nehme ich nochmal schnell meine Nades. Oh, warte, ich brauche noch schnell zu. Das ich dachte, es wäre schon zu. Nee. Ich muss das wieder aufbauen. Er ist immer so aufbauend. Oh, Mann. Oh! Ah, ich sollte das nicht so. Okay!
Ich muss weiter hoch. Nein. Aber wir haben schon Zeug getroffen. Kämpfen wir noch weiter. Das kommt ja schon. Okay, kein Mana mehr leider. Mann, ich hätte beide hochgehen sollen, dann hätte ich da noch mehr Granaten rein. Oh, no! Ah! So, schauen wir mal, wie viel wir haben. Ich stand in ihm. Fuck. Ich hab eine Shadow Scale, okay, ich hab nicht so viel. Aber vielleicht ist da noch was scheiße. Zwei Shadow Scales sind hier noch gedroppt. Ja, okay, dann müssen wir da nochmal hin. Ja. Ja, das wird einfach, ich muss nur weiter hoch. Ja. Wenn du da unten bleibst und ich dann die Granaten runterballer, dann ist er schnell weg. So. Die machen ja Massen an Schaden. Ich nehme mal ein paar Mana-Potions mit, falls ich mir das leisten kann, heißt es. Nee, kann ich nicht. Gut. Auch gut zu wissen. Und vorher noch hier fucking Ether das gefarmt, weißt du? Kann ich gar nicht glauben, sowas. Macht mir schon wieder total sauer. Vielleicht zur Zitrone. Kennst du eigentlich die Geschichte, warum Zitronen sauer sind? Warum? Einfach war folgendes. Damals, als Gott die Welt schuf, ne? Mhm. Da gab es halt natürlich schon Orangen und es gab Äpfel. Und da haben sie die Zitronen gesagt, unsere Farbe gefällt uns nicht. Wir würden gerne rot sein oder grün wie Äpfel und wir wären auch gerne süß wie Orangen. Und dann hat Gott gesagt, nee, mach ich nicht. Und dann wurden die Zitronen sauer. Wie ist er? Heinz Erhard war, glaube ich, der Comedian, der das gebracht hat. Genial, ey. Gott sei Dank, also Zitronen finde ich das Beste, ey. Ich liebe Zitronen. Es geht. Also in Getränken ja, aber so pur, sag ich mal, naja. Ich schau mir die immer rein. Ich pur? Ja, alles. Alter. Hauptsache Zitronen. Ich kenne auch einen, der immer, wenn er hier was zu trinken bestellt im Restaurant, der nimmt dann auch danach immer die Zitrone und drückt die sich schön rein, ey. Das mach ich auch immer. Also ich sag mal so, ich bin totaler Fan von grünen Äpfeln, einfach weil sie sauer sind und saftig halt, aber ich weiß nicht. Zitronen sind ein bisschen, naja. Wobei ich sauber Sachen mag. Der Beste. Get loved. Okay, wir müssen zwei Orbs noch zerstören. Dann kommt er wieder. Ich kann mich so langsam mal anfangen, mein Geld immer zu verstauen, ey, weil das scheint ich ja nicht lange zu behalten. Ah. Wir müssen uns mal eine Picky Bank bauen. Was braucht man eigentlich dafür? Die muss man kaufen. Man muss eine Picky Bank kaufen für Geld, damit man Geld reinstauen kann, oder was? Ja. Okay, Logik. Aber du kannst auch zwar in eine Kiste Geld reinstauen, aber Picky Bank, da ist es dein privates Ding, ne? Ja. Kann man alles reintun. Das ist schön zugebaut hier. Das ist meine Spezialität. Na, auf diesen Stein können sie bauen. Da kann man ja eat, ja. Yeah. Eat it. Ich folge dir mal hier ins Ungewisse. Meep. Du kriegst keinen Schaden von meinen Bomben. Ah, ich weiß, aber es ist ein bisschen dramaturgisch oder so. Really? Wo? Da ist er. Mit einem Schuss, oder? Das waren halt Bomben. Akzeptiere ich. Weilhorn. Wieder so Teil. Kannst du ja mitnehmen? Ah. Klingt zwar weniger, aber verkaufen. Ist schon was an Damage. Ja, kannst du es auch mir geben, weil ich brauche ja die Kohle.
bin jung und brauche das Geld. Ich komme wieder nach oben hier. Jo, aber wir müssen jetzt nur noch, wenn du runterkommst, wir müssen so noch ein Teil zerstören, bis der Ding wieder kommt. Okay. Männchen. Was ist? Da wird ein kleines Verdauungsproblem, Interproblem. So. OMW. Come at me, bruh. Come at me, bruh. Gut auch, dass sie mittlerweile auch Mana Crystals hier droppen. Ah. Okay. So, jetzt will ich hier mir nur mal einen Weg bauen, damit ich schnell nach links komme. Wenn wir den besiegt haben, kann man das auch. Das ist auch ein gutes Schlusswort, glaube ich, für die heutige Episode auch. Session. Wenn wir ihn überhaupt besiegen. Ist nicht gesagt, oh, das. Alles. Wenn ich sowas schon wieder höre, wie. Ah, ah, like that? Geht los. Mein Kind nicht los. Ich muss die Bombe irgendwo irgendwie so hin, kommt er den zerstört. Oder ich brauche einfach sowas, damit ich hochkomme. Perfekt. I'm ready. More or less. Er kommt. Weg hier. Oh, das ist schlecht. Das ist ja großartig, ey. Kann man mich halten. Wir müssen hier hoch. Ich bin safe. Jetzt also jetzt gerade zumindest für den Moment. Jetzt kommen die Granaten, ey. Ah, ich häng hier oben. Oh, der will mich, glaube ich. 60 Schaden pro Granate. Na! Jetzt musst du mal überleben hier. Die gehen übrigens ins Leere, ne? Ah, da unten liegt Health. Nein, oh Gott, sind da viele gestorben. Sind noch zwei Glieder oder so. So knapp. Hätte ich healen können, scheiße. Hätte ich Mana gehabt, vor allem, ey. Wir haben echt viel gedroppt. Hätte ich Mana gehabt auch, in dem Fight gerade. Okay, noch ein Versuch. Wir können keinen Versuch mehr machen. Wieso nicht? Weil wir keinen Spawner mehr haben. Beziehungsweise vielleicht sind Pilze da. Ich habe zwei Stück, wir bräuchten noch drei Pilze, damit wir wieder machen können. Schauen wir mal, wo wir es finden. Aber wir haben schon viel gedruckt, also es sind viele Scales und so. Ja, das stimmt. Ich kann mir jetzt auch gerade Mana-Potions leisten. Scheiße, ich werf ja danach. Leicht übertrieben. Es waren aber nicht mehr viel. Es waren nur noch zwei Teile. Ja. Wenn nur noch einer übrig ist es mit dem Überleben ein bisschen problematisch, habe ich so das Gefühl. Ja, du musst ja eigentlich nur runterhängen, damit er dich fokust. Ich muss Granaten werfen, weil dir machen meine Granaten eh keinen Schaden. Bist du nicht normalerweise der Tank? Ja, aber noch nicht. Noch haben wir doch nichts wirklich Unterschiedliches. Oh, ein Stern. Ah, direkt 5 wieder. Perfekt. Warte. Sticky Bomb könnte ich machen. Da ist noch ein Stern dann. Okay.
Je mehr, desto besser. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück habe ich schon mal. Das reicht schon mal wieder. Das geht ziemlich schnell runter mit dem Vilethorn hier. Oh, das war schon echt viel, was wir hier getroppt haben. Ja, ich hab schon 44 Demonite, oh. Yes. Hast du noch eine Healing Potion? Potions hab ich noch. Warte, ich hab schon wieder 2 Gold, ey. Und ich will das nicht verlieren immer, aber naja. Jetzt musst du dir Mühe geben. Aber wir mussten ja noch nach oben gehen, um die Mushrooms zu bekommen. Ups. Das war ein... Was war das? Corrupt Goldfish, ey, die machen aber auch ganz schön Schaden. Bitch. Da kommt ein Zombie, glaube ich, fertig runter. Ja. Ja. Wir müssen eh nochmal kurz hochgehen. Okay. Weil wir, wenn wir noch. So, noch Pilze. Dann müssen wir eh nochmal zurück. Wenn wir überhaupt so viele Pilze finden. Das sollte passen. Das hätte uns aber, glaube ich, auch keiner geglaubt, wenn wir das direkt beim ersten Mal geschafft hätten. Ups, ups. Da mussten wir zurück. Ja, aber du hast, wir haben noch nur die Pilze, also müssen wir trotzdem noch zurück. Hast du irgendwelche auf dem Weg gesehen? Hier ist einer schon mal. Es reicht nicht. Es würden noch 2 Stück fehlen. Warte, ich, da hinten schaue ich nochmal. Hast du zuweg so einen Pilz im Inventar? Ich habe einen Mushroom. So einen lilanen? Hast du den aus der Kiste genommen? Ja. Nee, ich glaube, dann habe ich keinen mehr. Ich schaue gerade nochmal, ob wir noch einen haben. 2 Metroiden sind schon gelandet. Da kriegst du auf jeden Fall deine Space Gun wieder. Oder auch Zeit. Ich mach erstmal das Dorn hier. Ich schau mal kurz hier, ob da noch welche sind vielleicht. Nee, da ist keiner mehr, schade. Okay, dann können wir es nicht mehr machen. Erstmal müssen wir warten, bis wieder Pilze spawnen. Verdammt. Aber wir können... Ich muss jetzt eh erstmal zurücklaufen mit dem Geld. Und ich kann mir vielleicht schon... Wir können uns vielleicht sogar schon... Ja? Die, Spitzhacke bauen, damit wir in der nächsten damit wir in der nächsten Session den Metroid aufsuchen können und dir dann erstmal deine Rüstung und Waffen holen könnten. Oder so, ja. Und mit der Space Gun. Ich glaube, wir hatten doch auch erstmal die Space Gun, bevor wir das Gehirn gemacht haben, oder? Ja. Ich glaube auch. Warte, ich schau mal, ob das hier. Gib mal alles, was du an Metroid und Scales hast, Dämonit und Scales hast. Ah! Das ist sonst nie passiert. Sag, was brauchst du alles? Alles Dämonit, Ohrs und Shadow Scales. Die sind alle in Chests. Welch? Bei Ohrs und hier AWG. Da ist irgendwie nichts bei mir. Yep.
Hab ich? Nee, das habe ich aus Versehen gerade gedroppt. So. Hast du welche im Inventar? Vielleicht habe ich die auch alle ausgesammelt. Warte. Demonit-Ohr heißen die, sind so lila. Shadow Skill habe ich auf jeden Fall. Ja, die brauche ich nicht, da habe ich genug. Nee. Ah, okay, dann. Egal, ich habe schon mal die Spitzhacke, das ist schon mal nicht schlecht. Nee, ich sehe keine. Ja, das passt dann schon. Ah, doch, hier ist es. Warum kann ich es nicht fallen lassen? Rechtsklick einfach. Ah, warte, hier, so. Warte mal, Chest. Ah, okay, 13. Passt. Was wollte ich jetzt? Können. So. Ah, ja. Warte, hier, die Eskimo-Pants wollte ich dir noch geben. Sehr gut. Kein Platz für ein Table hier oder was? Nee, nee, wo ist denn? Da ist kein Platz mehr. So. Ah, dann habe ich neue Chests wieder. What up? Oh, da ist ein Stern. Ist da noch einer? Ja, zwei. Herrlich. Jawohl. So, ich hab mal die, Ich hab mal die, die Piggy Bank gekauft. Jetzt, dass wir unser Geld jetzt hat. Von wem? Hab ich schon, passt schon. Achso, gut. Frag ich nur, wo sie hin. Weg. Da. Okay. So. Und ich habe jetzt ein Bugnest, aber ich weiß nicht, was das bringt. Aber Hauptsache, du hast es. Ich glaube, damit kann man Käfer oder so sammeln, naja. Okay, das reicht dann, glaube ich, auch schon mal für die heutige Session. Jo. Wir werden uns erstmal hier wieder schlafen legen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Session von Terraria wieder, wenn wir dann eventuell es letzten Endes dann doch mal schaffen, Kollegen Pillemann Sahnekrieger hier zu besiegen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Session wieder, liebe Freunde. Yo, moin.